Hey Leute, da sind wir wieder bei The Legend of Zelda. Und ich sehe schon, da kommen zwei Flederbeißer. Na, kommen sie angeflogen? Da, nein, immer noch nicht. Auf jeden Fall. Hallo, ich bin hier, kommt näher. Da. Nummer eins, Nummer zwei. Wir brauchen nämlich die ganzen Flügel zum Aufwerten unserer Sachen. Auf jeden Fall habe ich mir den nächsten Schrein zum Ziel gesetzt. Und zwar soll der oben hier auf dem Hebra-Gipfel sein. Zumindest heißt dieser Ort so. Sieht man auch hier. So, Hebra-Ostspitze und dann Hebra-Gipfel. Und man sieht auch, da das Gebiet hier am hellsten ist, müsste es in dem ganzen Gebiet der höchste Ort sein. Also, Moment mal. Ich glaube, das ist sogar höher. Die Ranell-Spitze ist, glaube, von der Farbe her dunkler. Moment, ich guck nochmal. Ja, ist sogar höher als die Ranell-Spitze. Also könnte der Mount Everest in Zelda sein. Nur, dass Link da etwas einfacher hochkommt. Ja. Auf jeden Fall fehlen noch 16 Schreine. Nach diesem wären es nur noch 15. Und ja. Mit dem DLC Pack 1 kriegen wir dann natürlich noch die Krogmaske. Da können wir uns dann auch so langsam daran machen. Was? Hä? Ein Krog ist hier, aber kein Schrein. So ein Pech. Ich habe jetzt die Befürchtung, dass der Schrein im Berg ist. Und ich natürlich jetzt keine Ahnung habe, wo genau. Also würde ich fast schon sagen, nee, so können wir gar nicht gucken. Ich würde sagen, als nächstes gucken wir uns den Schrein im Bilon Schneefeld an. Während wir eine kleine Runde um die Hebra-Spitze machen. Vielleicht sehen wir ja noch, wo der Schrein sich verstecken könnte. Oder ich habe einfach eine doofe Markierung gemacht. Das kann auch sein. Da ist auf jeden Fall ein Aufwind. Was ist denn das? Was ist das? Hallo? Ein schwebendes Kraut. Spurtpfeilchen in der Luft. Mhm. Interessant. Moment. Wo war denn nochmal Screenshot? Ach da. Haha. Schön erstmal aufnehmen. Ich glaube, so sieht man es noch besser. Zack. Fotosession. Aha. Eine kleine Tanne. So, dann gehen wir einfach wieder Richtung Markierung. Schrein war wohl nicht mit drin. Oder es kann sein, dass der so unter der Klippe ist. Unter dem Hang. Dass da irgendwo eine Höhle. Das. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Holen wir erstmal das Feuerschwert raus. Könnte das der Eingang sein? Könnte das der Eingang in den Berg sein?
Das Witzige ist, es reicht schon, wenn ich das Schwert in der Hand habe. Aber, um das ein bisschen zu beschleunigen, nehmen wir jetzt uns ein. Na, wo sind sie denn? Na, wo ist er denn? Hallo? Hallo? Feuerstein? Ach, da. In die Hand. Und in die Hand. Oh. Okay. Das hat's ja jetzt vollgebracht. In die Hand. Ach, das kann ich hier nicht halten, Mann. In die Hand. In die Hand. So. Haben wir eine Holzwaffe? Natürlich nicht. Bleiben wir einfach bei unserem Großschwert. Dum, 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 dum. Vielleicht noch die Feuerpfeile dazu. Zack. Hallo? Ich hab doch Chimärenbogen. Oh. Ciao. Komm her. Put, put, put. Bam. Das hat er nicht erwartet. Ha, 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 ha. 21 Pfeile habe ich noch. Eine Truhe. Cool. Was ist drin? Boah, ein Polarstab mit erhöhter Angriffskraft. Und siehe da. Diese blöde Truhe ist schon... dieses blöde Inventar ist schon wieder voll. Was schmeißen wir diesmal weg? Natürlich haben wir jetzt nichts mehr, was wir wegschmeißen können. Aber wir haben ein Eisgroßschwert. Oh, nee, den Polarstab können wir wegschmeißen. Weil wir haben ja einen besseren Polarstab. Warum nicht? Oh, bleiben wir jetzt mal kurz stehen. Oder machen schnell variieren. Zack. Gauma Asa-Schrein. Zack. Zack. Da ist natürlich nichts mehr drin. Was ist da drin? Zadadadada. Komm, jetzt schmilzt doch mal fertig. Dö-dö-dö. Also wenn man die Waffe einfach nur reinhält, das dauert ja übelst lang. Also ich glaube, mit einem Lagerfeuer oder sagen wir mal Holzpfeilen oder einer brennenden Waffe geht das schneller. Nö. Ich habe ja gehofft, dass da irgendwie vielleicht noch ein goldener Rubin oder so versteckt ist. Aber ganz zerfressen. Sowas gönnen sie uns nicht. Goldene Rubine gibt es nur, wenn man wirklich was dafür tut. Es geht ihn ab. Hier sind wir nun tief unter dem Berg. Und es ist leicht überschwemmt. Und das heißt, ein kleiner Bosskampf erwartet uns. Mehr oder weniger. Schwierig, okay. Okay, schwierig heißt immer schwierig, genau. So. Heute gönnen wir uns mal wirklich. Zack. Da, da, da. So. Und jetzt versuche ich nochmal... Das interessiert mich nämlich.
Wenn man den Boden nicht berührt? Nee, doch nicht. Ja gut, schade. Jemand, also derjenige, der das gemacht hat. Oh, cool. Hallo? Komm schon, komm schon. Jetzt kriegst du richtig eine rein. Richtig eine rein. Bam, bam, bam. Oh, gleich. Wächterlanze kaputt. Und die Wächterlanze ist down. Egal. Oh, nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Komm, 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 komm. Nein, nein, nein. Aua. Aber der macht so gut wie keinen Schaden. Und damit auch das Wächterschwert kaputt. Was nehmen wir als nächstes? Oh, jetzt haut er auf. Bam. Aua. Jetzt haben wir aufs Maul gekriegt. Bam, bam, bam. Jetzt kommt er mit seinen Riesen. Aber das hilft ihm nichts mehr. Waffentasche schon wieder voll. War ja sowas von klar. Aber hier sieht man, jetzt haben wir wieder richtig geile Sachen. Ein Wächterschwert plus plus mit Angriffskraft plus 18. Und eine Wächterlanze mit Weitwurf. Toll. Ich will die Windklinge nicht wegschmeißen. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wo man diese besagte Stelle findet, wo man seine Sachen aufhängen kann? Oder ich suche es mir mal in der Zwischenzeit mal selber raus. Ich habe auf jeden Fall hier das Eisgroßschwert, also schmeiße ich jetzt das Eisschwert weg. Weil die Wächteraxt Stärke 60, ja. Richtig gut. Holen wir uns die Truhe ab. Was ist drin? Was ist drin? Was ist drin? Natürlich noch eine Waffe. Schmeiß mal einen weg und kriege einen Stärken. Stärker. Ja. Kann man machen. Damit wäre der nächste Schrein erledigt und uns fehlen nur noch 15 Schreine. Krass. Was die Krog-Rätsel angeht, glaube ich, dass es sich nicht mal wirklich lohnt, alle 900 zu sammeln. Das ist halt nur so eine Beschäftigungsaufgabe ist. Und ich glaube, es reicht schon, wenn man sich 400 zusammensammelt, um alle Inventarerweiterungen aufzuwerten. Natürlich ist uns direkt erstmal wieder kalt. Die Rüstung ist ja auch bitterkalt. Deswegen müssen wir uns mal warme Schlüpper anziehen. So. Zack. Das war der Gipfel. Dann gehen wir jetzt zur blauen Markierung. Gucken. Ach, das ist eine Erzader. Gut, wenn das eine Erzader ist, gucken wir mal, dass wir da vielleicht noch rankommen. Na, wo sind sie denn? Da. Und eins. Jetzt brauchen wir nur eine passende Waffe. Zack. Dein Ernst? Mann, ey.
Der brennt natürlich nicht. Die brennt auch nicht. Das brennt auch nicht. Das brennt auch nicht. Die wollen mich alle ärgern. Ist ja cool. Na, wenigstens ist was Ordentliches drin. Ein paar wertvolle Edelsteine. So, und der Zauberer. Ist das ein besserer Zauberer? Das ist doch kein normaler. Polarpyromane? Pyro. Ach, Pyromane. Pyromagus heißt er. Also gibt es davon auch eine stärkere Variante. Was ich aber schade finde, ist, dass die nichts. Die droppen nichts. Nichts und wieder nichts. Da unten sind ein paar kleine Mini-Ivaroks. Aber die können wir getrost ignorieren. Ja, da sind wieder Felsen zum Schmelzen, aber. Das dauert mir zu lang, bis die geschmolzen sind. Deswegen direkt zum nächsten Schrein. Aber die Sicht wird euch auch nicht besser. Was hier in Zelda auch cool gewesen wäre, wäre so eine Klarsichtbrille. So nach dem Motto, man setzt die Brille auf und dann wird man nicht von den sichteinschränkenden Verhältnissen vom Wetter beeinflusst. Das wäre cool gewesen. Aber warum ist denn jetzt da ein Wächter? Warum ist da denn jetzt ein Wächter? Der wacht doch 100 pro auf. Oh. Aua! Aua! Hier, wach auf. So, Chimärenbogen, antiker Pfeil und. Zack. No. Was? Weg! Alter! Da! Affen! Krieg ich ja die Kratze, ey. Ich bin jetzt zur Seite gelaufen, damit der mich nicht trifft, aber der ist in die gleiche Richtung gelaufen, sodass sein blöder Strahl mich trotzdem getroffen hat. Und dann friert mich dieser Exalfos auch noch ein. Richtig nervig. Hier müsste dann wieder irgendwie unten drunter ein Schrein sein. Oh, 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 oh. Rückwärts, rückwärts, rückwärts. Da ist er. Da ist der Schrein. Zack. Miyoso-Shino-Schrein. Super. Der einsame Baum. Was? Das war eine Schreinaufgabe? Wusste ich gar nicht. Echt jetzt? Schon wieder? Schon wieder ein Wächter, den ich zerklatschen muss? Aber diesmal haben wir schöne Wächterwaffen. Geil. Und wieder schwierig. Ist das euer Ernst? So, aber diesmal hauen wir jetzt richtig auf die Kacke. Ja, passt. Ja,
Ja gut, was zum Angriff erhöhen haben wir leider nicht. Was ist denn das? So schwer ist er auch nicht. Aber die Dinger sind hundertprozentig da. Ja, war klar. Hauptsache erstmal den Kampf eröffnen. Hahaha. Ja, so schnell kann ich nicht. Kriegst halt noch eine rein. Zack. Haha. So. Dein Ernst? So schnell? Ciao. Oh nö. Wo soll ich denn mit den ganzen Waffen hin? Ist ja schön und gut, dass ich so viele kriege, aber wo soll ich denn damit hin? Ich habe keine extra Hosentasche. Wir haben jetzt so viele gute Waffen. Bam, wieder. Mit erhöhter Haltbarkeit? Okay. Ach gut, eine Wächterlanze können wir jetzt mal wegschmeißen. Auch erhöhte Haltbarkeit. Naja. Ja, okay. Aber wenn man gute Wächterwaffen braucht, dann kann man ja ohne Probleme die Schreine einfach nochmal machen. Und dann die Wächterwaffen wieder droppen lassen. Und ein Diamant als Belohnung ist auch gar nicht mal so schlecht. Im Endeffekt sind das ja auch 300 Rubine. Oder? Kostet doch 300 Rubine. Ich denke schon. So, dann laufen wir geschwind zum nächsten Schrein, würde ich sagen. Zumindest begeben wir uns mal in Richtung des nächsten Schreines. Können wir ja schon mal die Markierung setzen. Zack, und schon wieder die Hälfte vom nächsten Herz. Das läuft wie am Schnürchen. Und wieder mal ist es Link arschkalt. Zack, zack. Ach ja, Link ist schon eine kleine Mimose. So. Schauen wir mal auf die Karte. Was sagt die? Die nächsten Schreine, die wir uns angucken sollten, sind diese. Denke mal, ist das am sinnvollsten. Dann haben wir die nordwestlichsten Gebiete durch. So, und um die Klippe da hochzukommen, nehme ich jetzt mal Rivali-Sturm. Oder Revali-Sturm. Damit das ein bisschen schneller geht. Hier oben war der Wächter drauf, oder? Ich glaube schon. War ja ein leichtes, den mit einem Dreischussbogen und einem antiken Pfeil down zu kriegen. Die Wächter, die fast Schrott sind, halten eh nicht so viel aus. Berge. Berge über Berge. Und wir holen jetzt... Oh, nee, nein. Hallo? Ach, sehr gut. Das sieht ja aus.
Nein! Verdammt. Nein. Was macht denn die Wand? Hä, okay. Was hat das zu bedeuten? Oh, okay. Verstanden. Oh. Ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Erstmal das Cryo-Modul rausholen. Und dann volle Kanne hier mal dafür sorgen. Aua. War da jetzt Bernstein drin? Nehmen wir mal mit. So. Damit sollte die Lücke geschlossen sein. Ich hoffe, das wird jetzt zumindest einfacher als das eine andere Rätsel, was wir da hatten. Wo wir da über die Hügellandschaft hinaus die Bälle werfen mussten. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ja, geil. Oh. Das sieht ja nach Höhle aus. Dann würde ich mal sagen... Das sieht lustig aus. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann, Leute. Und viel Spaß euch. Ciao.